Superwoman unter Verdacht. Nun gibt es offene, kritische Äußerungen gegen die 16-jährige chinesische Schwimmerin Ye Shiwen. Der Generaldirektor der Internationalen und US-Schwimmtrainervereinigung, John Leonard, sagte zu ihrer Leistung beim Weltrekordrennen über 400 Meter: Ye sah aus wie Superwoman und immer wenn jemand in der Geschichte unseres Sports aussah wie Superwoman, stellte sich später heraus, dass Doping im Spiel war. Nun gibt es Gegenwind vom NOK. I think it is unwise for any coach, any administrator. Es ist unklug für Trainer, Mitarbeiter, sowieso für jeden, verdächtige Kommentare und Vorwürfe über einen Athleten zu äußern, der als clean bestätigt wurde. About an athlete who has proven to be clean. Ye war auf den letzten 50 Metern schneller als US-Star Ryan Lochte. Das feuerte die Spekulationen an. Das NOK will einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Die WADA hat sie als clean erklärt. Das ist das Ende der Geschichte. Es ist bedauerlich, dass es so viele Spekulationen in der Presse gibt. Ich mag das nicht, halte das für falsch. Nachdem die 16-Jährige nun auch über 200 Meter Lagen die olympische Goldmedaille erreichte, sagte sie: Ich bin nicht aufgebracht oder traurig über das, was die Medien über mich sagen. Es sei sogar motivierend gewesen. Aus der Heimat gibt es natürlich Unterstützung für die Doppel-Olympiasiegerin. In der Vergangenheit war das chinesische Bild in vielerlei Hinsicht negativ getrübt. Wenn irgendein Genie herauskommt, heben die Menschen die Augenbraue und denken: ich frage mich, ob er oder sie Dopingmittel nimmt. Das IOC bewahrt die Haltung im Zweifel für den Angeklagten. Es sind die weltbesten Athleten hier, die auf allerhöchstem Niveau gegeneinander antreten. Es wurden schon viele Rekorde gebrochen. Was die Athleten selbst betrifft, wissen sie, dass die ersten 5 Athleten aus einem Finale getestet werden. Sie fragen mich speziell zu dieser speziellen Schwimmerin. Ich sage nein, ich habe persönlich keinen Grund, nicht zu applaudieren, bevor ich nicht weitere Fakten habe. Fakt ist, dass die Teenager in London allen davon schwimmen. Die Siegerin über 100 Meter Brust, Ruta Melitit, mit 15 Jahren und 133 Tagen. Hier wurde die Dopingfrage bislang nicht laut gestellt.